Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. Ja, in der letzten Folge haben wir, ja, sind wir wieder aufgewacht mit Yuri, haben bis auf Flynn alle Charaktere wieder hier beisammen. Und ja, ich gehe erstmal hier rein, bevor ich habe einfach so eine Panik, wenn ich mal draußen auf dem Feld stehe und die ganzen Monster da rumlaufen, da wann es gibt. Die gucken wir uns natürlich jetzt an und ja, wahrscheinlich wird das wieder ein Skit und Nebenquest lastiger Part, weil ich bin schon direkt über eine Cutscene drüber gestolpert und ja, wie man sieht, ist ein Skit aufgeploppt. Also ja, wird wieder ein paar Skits und also was geben. Also ja, nach dem Don gucken wir uns erstmal an. なんとなく分かります。間違ったことをしてしまわないか怖いんだと思います。間違えるのが怖いから決められないという気持ちは私にはちょっと分からないわ。珍しく同意。ドンがいなくなって、いろいろなことを考えないといけなくなったんですね。ユニオンは。それが正しい姿なんじゃないかしら。そういうこと。Okay. Ich wollte eigentlich hier reingehen und hier neue Ausrüstung, Klamotten und so holen für Carol und Raven. Und ja, ich habe einfach mit den Typen geredet und da kommt schon direkt eine kleine Plauderei. Nee, nicht Plauderei. Cutscene, mein Gott. Oh, ihr seid doch diese Gilde vom letzten Mal. Nochmals vielen Dank für eure Hilfe. Hey, wir sollten dir danken, dass du uns den Auftrag gegeben hast. Eigentlich seid ihr genau richtig gekommen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Was gibt's? Mein Freund Novis, dem mir das Buch gebracht hat, sucht nach Leuten für einen Auftrag. Würdet ihr zu ihm gehen und euch anhören, was er zu sagen hat? Also, Moment, dürfen wir einen Auftrag annehmen, ohne vorher die Union zu fragen? Die Union hält die Gilden nicht davon ab, ihre Arbeit zu tun. Das Union-System für die Aufträge dient als Hilfe für Gilden, die von allein keine Aufträge bekommen. Da sind wir also als Gilde aufgestiegen. Genau, und das so gibt es auch keine Vermittlungsposition. Das ganze Geld gehört uns. Gut, wir werden mit deinem Freund reden und uns dann entscheiden, ob wir den Auftrag annehmen. Vielen Dank. Er ist jetzt wahrscheinlich im Hafen von Thorim. Bitte geht dorthin und hört euch an, was er zu sagen hat. Alles klar. Gut, dann gehe ich nochmal raus. Guck, ob ein Skit aufploppt. Und dann sehen wir uns dann, wenn wieder irgendwas passiert. Ich komme wohl hier nicht zum Einkaufen. Skit. Ach, die wissen das gar nicht, ja super. おや、意外にドジっ子だね。アレクセイに何かする余裕はなかっただろうし、暑かったから青い海見て飛び込みたくなったんじゃないの？何よ、それは母なる海にお帰りって感じ。それちょっと青年のキャラじゃないわよ。でも想像したらちょっと笑えるかも。 Okay, ehrlich, er kommt nicht auf die Idee, dass irgendjemand versucht hat, mich zu brutal ermorden. Okay, das sieht sehr verdächtig aus. Kann ich endlich da reingehen? Ich will die Truhen haben. Hm? Was ist los? Hey, Carol und auch Raven. Nein, es ist nur, ich war im Gedanken versunken. Das ist alles. Was ist los? Sag es uns, die heldenmutige Mysteria Vesperia kann vielleicht helfen. Ich komme mir blöd vor, aber ich habe den Schlüssel zum Lagerraum verloren. Jetzt kann ich ihn nicht aufräumen. Das klingt nach einer Aufgabe für Captain Carol. Was, ich? Sein Lehrmeister Schlossknacker. Ja, von meiner Axt und Busch. Ehrlich, das Schloss sieht alt aus. Ich glaube nicht, dass ich es aufbekomme. Tut mir leid. Ach wirklich, aber was soll ich denn dann nur machen? Kann ich einfach darüber klettern? Da kann man auch vorüber klettern. Ah, ich bin ein Genie. Was, worum geht's? Also, das gefällt mir gar nicht. Wir haben letztes Mal, Junge, spring auf, ich helfe dir hoch. Okay, Raven denkt so wie ich, ausgezeichnet. Wir haben es geschafft. Ja, danke, das habt ihr toll gemacht. Und was wäre, wenn er jetzt von der anderen Seite aufgeschlossen wäre, wäre Carol jetzt auf Ewigkeit in der Ring gefangen. Hast du etwas anderes erwartet vom großartigen Raven? Aber du hast mir doch nur hochgeholfen. Ich kann euch nicht genug danken. Ihr könnt alles haben, was sich im Lagerraum befindet. Aber wolltest du nicht deine Sachen aufräumen? Also, ich wollte meine Kiste neu ordnen, aber das meiste davon hätte ich sowieso weggeworfen. Ich muss euch doch eine Belohnung für eure Mühe geben. Okay, aber meinst du nicht, dass das etwas zu viel ist? Für mich ist das in Ordnung. Es ist eine Belohnung für die harte Arbeit der heldenmutigen Vesperia.
Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht einmal genau, was da eigentlich drin ist. Alles klar, dann nehmen wir es. Danke. Danke für eure Hilfe. Soll ich euch noch einmal ein Problem haben, dann werde ich mich an die heldenmutige Vesperia wenden. Gut, erfüllen uns weiter. Like, abonniert, kommentiert und so. Oh, hier ist noch was. Reif des Erwachens. Statue, weh. Ja, oder ist Klonoa oder so? Davon gab es irgendwie ein Kostüm in Symphonia? Statue als Weggefährten, Geschichten eines Reisenden, in dessen Ring ein Geist wohnt. Ja, oh, ich habe jetzt einfach eine random X gemasht. So, es geht. この彫像。彫像というよりはおもちゃに近いけどな。お城にいたからこういうのエステルには珍しいんだよ。他の彫像も見てみたいです。始まったな。エステルの収集癖が。あら、芸術館なんて人それぞれなんだからおかしくはないわよ。そうね。私もブラスティア以外には大して興味ないわ。僕はギルドのマークはかっこいいやつとか気になるな。ユリは？ん？ そもそも芸術的なもんなんて気にしたことないしな。そういう目で見ること自体ないわ。聞いて聞いて。おっさんはね、何が好きかって。女の人。当たりです。認めるな。Okay. So, das war aber jetzt ein Dingens, ein Schlüsselitem. C, Statue W. Okay. Gut, dann wenn ich den Part hier, ich beende den Part, wenn ich den Clip hier aussah, wenn ich jetzt hier noch mal durchlaufe, passiert irgendwie was. No. Hallo. Hey, schön euch zu sehen. Sucht ihr wieder Arbeit? Ja, da habe ich gerade keine Aufträge für euch. Hm, manchmal gibt es wohl einfach nicht genug Arbeit. Ja, wir können uns nicht darauf verlassen, dass immer Aufträge für uns da sind. Wir können ja später wieder kommen. Aggressives Bellen. Okay, ich geht's gut. Schön, dass du hören. Ich habe übrigens diesen Schlüssel von dem Blutbund-Typen bekommen. Ich kann damit nichts anfangen. Ihr könnt ihn haben. Es ist wohl der Schlüssel zur unteren Ebene von Gaza vor Gazarost. Was für den Gasverrost? Okay, von Gasverrost. Barbos hat den Hauptschlüssel. Was für ein Ding? Das heißt Vesperia, verdammt. Gas voraus, was ist ein Gas voraus? Das hat irgendwie hier. Keine Ahnung, was das ist. Gas voraus. Ersatzschlüssel für den Keller von Gas voraus. Okay. So Leute, ich habe herausgefunden, was Gas voraus ist. Und zwar hier dieser Turm. Und ja, ich habe so das Gefühl, ich habe so einen Verdacht, wo genau wir diesen Schlüssel brauchen werden. Aber ich wusste jetzt nicht, dass da, weiß nicht, keine Ahnung, Schlüsselloch war oder so. Aber ja, wir Gas voraus. Und ja, damit können wir jetzt in den Keller gehen anscheinend. Weiß jetzt nur, hat hier so ein Dingen ist hier so hier das hier, aber muss ich hier ein Schlüssel reintun oder was? Ist ein Schlüsselloch in diesem Nebel? Sag mal, haben wir nicht vor einer Weile einen Schlüssel bekommen? Meist vor 5 Minuten? Ja. Oh, es könnte sich bewegen, wenn man, wenn du den Ring des Hexers verwendest. Das habe ich schon dutzende Male gemacht, ne? Habe ich schon so oft gemacht, ne? Jetzt nachdem der irgendwie, weiß ich nicht, ja, gibt's da nicht. Also ich dachte, wenn jetzt andere Leute, was haben sie also in den unteren Ebenen versteckt? Was ist das alles? Das Bastian-Netzwerk, das Alexei aufbauen wollte. Das sind alle Ausrüstungsgegenstände dafür. Das ist? Ja, es scheint, es habe es Barbos dazu angewiesen, aus Gasfrost einen der Knoten im Netzwerk zu machen. Also steckt der Alexei letztendlich hinter allem, was Barbos getan hat. Zauber war Zentrum des Netzwerks mit weiteren Knoten in Gasforce, Kapoa, der Hauptstadt, Halua, Heliod, Aspio. Dieses Netzwerk lenkt eher von überall auf der Welt nach Saude. Dadurch hatte es so viel Macht.
Er sollte dem Wohle aller Menschen dienen, aber er wollte sie für seinen persönlichen Vorteil nutzen. Und dadurch ist diese klitzekleine globale Katastrophe entstanden, um die wir uns jetzt kümmern müssen. Ich kann ihm das Ganze zwar nicht vergeben, aber irgendwie habe ich trotzdem Mitleid mit ihm. Es gibt keinen Grund, Mitleid mit ihm zu haben. Alexeys Taten sind dafür verantwortlich, dass die Welt jetzt in einer so brisanten Lage ist. Es ist sinnlos, über jemanden zu streiten, der bereits tot ist. Wichtig ist, dass wir jetzt das, wichtig ist, dass wir jetzt um das kämpfen, was uns lieb und teuer ist. So. Das hätte ich nicht besser sagen können, Carol. Ach, nicht der Rede wert. Was zum, das ist, was ist los? Es hat Alexei verwendet. Oh ja, den sein Schwert, ne? Ist das gefälschte Deinormus? Ist es hier gelandet? Wurde es nicht in der Festung des Schreins von Saule zerstört? Vielleicht haben sie mehrere Kopien angefertigt. Es ergebe Sinn, jede Kopie ist eine Steuerungsschlüssel für die Blastia im jeweiligen Knoten des Netzwerks. Dann ist das Blastia hier auch? Ja, ich habe mich schon gewundert. Ich habe nie kapiert, wie Barbos das Blastia dieses Turms mit den schäbigen Kopien, die er hatte, steuern konnte. Aber wenn sie diese von Alexei angefertigte Kopien hatten, dann verstehe ich es. Ist es in Ordnung, wenn wir es mitnehmen? Vielleicht werden wir dann die Eherversorgung unterbrechen. Der Turm funktioniert nicht mehr, aber das ist doch okay, oder? Aber sicher, kein Problem. Nimm das mal, ja, Kumpel. Das nehmen? Also verwenden wir die Kraft, die den Alephagus entfesselt hat, um diesen zu besiegen. Das klingt doch gut. Gehen wir. Falsches Deinormus. Okay. Ich dachte erst, als ich da so ein Schwert hochfliegen gesehen habe, dass dann eine neue Dingswaffe ist hier. Hier für den Superwaffen, so wie Abyssion, aber das wäre ja schon wieder ein Schwert, ne? Und wohl für Estelle dann, ne? Okay, mehr gibt's hier nicht, ne? So, wie sieht's denn hiermit aus? Falsches Deinormus. Bastion, ändert Schmetterler zu Schutzwelt. Das habe ich doch schon, aber er ist stark, das Ding. Ja. Okay, cool, hat sich doch. So, wer ist nochmal Barbos übrigens? Ist dieser eine Typ von diesen Klau des Leviathans oder wie auch immer der hieß. Weil die reden die ganze Zeit über Barbos. Wer war das nochmal? Ach der. Pff. Ich habe es gedacht, dass dieser, weiß ich nicht. Den auch Nan irgendwie angehört hier. Was ist eigentlich mit denen? Haben wir die schon mal gesehen seit letzter Zeit? Irgendwie nicht, ne? Was ist überhaupt mit dem passiert? Weil haben wir ja letztes Mal gesehen, keine Ahnung. Egal. Haben wir doch was erreicht. Ja, geh weg. No, das sieht verdächtig aus. Hm, keiner davon ist besonders. Warte, dieser. Was war ein fantastischer Hund. Du bist der eine. Du warst ein fantastisches Maskottchen. Wow. Hey, was glaubst du, was du da tust? Verzeihung, ich heiße Lewis. Ich bin bei der Immergrün-Gilde. Immergrün, hm? Von der Gilde habe ich noch nie was gehört. Nicht? Die gehören zur Union und alles. Wir geben den Leuten die Informationen an die Hand, die sie benötigen, um jede Jahreszeit in vollen Zügen zu genießen. Aber warum? Er macht Werbung für die Saisonwaren, die seine Gilde erstellt. Aber in letzter Zeit lief es nicht so gut. Der Boss hat mich abgemahnt. Wenn ich noch eine Sache verbocke, bin ich raus aus der Gilde. Das ist echt blöd. Was bringst du gerade und das Volk? In den kalten Wintermonaten geht's nichts über Snowboarden. Malt euch aus, die kalte, klare Luft, die euch auf die Knochen fröstelt, die Verlockungen vom weichen Puderschnee. Das Nervenkitzel und Erfrischung. Das ist Nervenkitzel und Erfrischung. Ist nicht so gefährlich, jenseits der Barriere zu Snowboarden? Wir stellen einen bewaffneten Wachmann zur Seite für sorgenfreien Spaß im Schnee. Wenn ich bis auf die Knochen fröstle, reicht es mir schon. Dann bleibe ich lieber gleich im Bett. Wenn es um Kälte geht, bist du echt ein Weichei, Raven. Da ist ja nicht allein. Die gleiche Reaktion bekomme ich von fast allen. Du hättest deine Klappe halten sollen, alter Mann. Was ist doch nicht meine Schuld? Ich hasse die Kälte einfach mehr, als ich snowboarden will. Und genau aus diesem Grund kann ich auf die Idee mit Tieren statt mit Menschen zu werben. Ach, dazu gehört also dein Interesse an Repeat. Ha, genau. Mit ihm als Maskottchen hätte ich keine Schwierigkeiten, Kunden anzulocken. Also, wie sieht's aus? Ich verwundere deine Begeisterung und kann verstehen, warum du ihn ausgesucht hast.
Was ist seine Entscheidung? Also, Repeat, bist du dabei? Du bist der Ober und der Coolste. Was sagst du? Hilfst du mir nur dieses eine Mal, bitte? Oh, lass mich nicht betteln. Wow, ja. Nein. Klingt so, als wäre er dabei. Unglaublich, danke. Komm schon, gehen wir. Wohin denn genau? Auf dem Berg dort drüben ist eine Piste. Oh, du nimmst besser alle Ausrüstung ab, mit denen du irgendwo hängen bleiben könntest. Okay, gehen wir. Okay, mal auf der Fahrt zum Ziel Gegner und Bäume. Geist ein, ausblenden, springen. Fahren, beschleunigen, abbremsen. Ist nur mit dem du fährst, gehört die Geschwindigkeit, eine Beschleunigung. Tausch rechte und linke Steuerung, was? Wenn ein Zeitpunkt, jede Farbe entspricht einer anderen Ausdauer. Okay. Was habe ich da gerade? Oh Gott. Da wie ein Final Fantasy 7 Snowboard Spiel. Gott. Oh Gott, ist das eine Steuerung? Warte mal, das ist ein Monster, ne? Gott. So, jetzt ist meine Dings verdreht, genau. Boah. Boah, wie soll ich denn das machen? Alter, die Steuerung ist ja viel zu empfindlich. Eine Sekunde, ja super. Er bringt es auch voll. Oh Gott, das wird. Ja, es. Na, oh, jetzt ist die Steuerung wieder. Ist ein bisschen zu empfindlich. Gott. Ja, danke. Hey, was ist das denn? Gott, das war ja richtig nicht gut. Kann mir nicht vorstellen, dass das gut genug war, deswegen versuchen wir. Ich versuche mal schnell wie möglich dadurch zu rennen. Boah, das ist ja richtig Kacksteuerung, ey. Oh, was? Oh mein Gott. Das... Ey, was ist das denn für eine Steuerung, ey? Viel zu empfindlich. Ich tue sie. Oh Gott. Oh, lass mich ran, da hängt irgendwie so ein Kostüm oder irgendwie sowas mit in Verbindung, ne? Wenn ich irgendwie das meisterhaft schaffe oder was weiß ich, ne? Das wahrscheinlich nie passieren wird. Da kann ich jetzt schon mal aussagen, ey. Die waren noch vorher nicht da. Aua. Gott, die Steuerung ist so kacke. War ganz ehrlich. Jetzt soll man wahrscheinlich im perfekten Durchlauf irgendwie schaffen einmal, ne? Irgendwie so was, pass auf. Mal Spiel beenden. Kannst du mir mal irgendwie Vorgabe geben, was ich erreichen muss? Dann muss ich halt einfach nur spielen. Oh man, ich habe so viele coole Fotos mit meiner Kamera blast ja gemacht. Danke Jungs, das reicht für heute. Wuff. So wie es aussieht, hat Repeat auch Spaß. Hättest du Lust noch mal zu kommen, wenn du Zeit hast? Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Repeat hat viel Spaß. Stimmt, Repeat. Wuff.
Vielen, vielen Dank. Sprich mich einfach an, wenn du Zeit hast. Ich habe euch mal was bekommen, Mann. Kalter Hund. Na, kannst du mir irgendwie sagen, ob ich irgendwas erreichen muss? Schön, ich wieder zu sein. Ich sag, der Repeat hat von seinem Image Wunder bewirkt. Er ist eben ein cooler Köter. Kannst du mir heute helfen? Ja, fantastisch. Komm, geben wir. Kurs 1. Ja, jetzt muss ich die alle irgendwie so... Oh Gott. Weil ich ein bisschen gebremst habe. Ja, super. Ah! Schneller als... Oh, das gibt's jetzt nicht. Hey! Oh, das Spiel wird mich so weit Blut treiben, das weiß ich jetzt schon. Hey. Ein versuchen, oder habe ich keinen Bock mehr. Das Spiel macht mir nicht wirklich Spaß, ey. Diese sehr frustrierende Steuerung ist echt, das ist zu viel. Gepaart mit den unglaublich schlechten Hitboxen, ja. Ich machen, die mich davon abhalten, hier irgendwas einzusammeln. Das ist ein absoluter Horror. Noch einmal. Ich will einmal noch hier ein Rennen ja fertig machen. Alter. Jetzt kriege ich ein paar Uhren. Boah, ich dachte, ich hätte das. Boah. Hey. Ja, du Pisser, ey. Hey, Junge. Ey, das gibt's jetzt nicht, ey. Steigt er, warum steigt er nicht auf? Ich habe doch ein... Boah. Ich habe doch ein Snowboard eingesammelt, ey. Ja, und davon gibt es noch mehrere Kurse, ey. Boah. Da hängt wahrscheinlich irgendwie ein Kostüm mit zusammen oder irgendwie sowas, ne? Also, bedeutet, ich werde noch gezwungen werden, ja. Noch öfter mit dem Kack hier zu spielen. Super, ich könnte Begeisterung in meiner Stimme hören. Boah. Ich werde so abgebremst, wenn ich hier irgendwo gegenrenne, ey. Oh mein Gott. Ja, werde ich keine Ahnung, wie stimmt diese Steuerung ist. So, lass mich die Ohren da treffen, bitte. Oh Gott. Ah, neuer Rekord, ist aber kein Bock mehr. Also furchtbar. Ey. So, kann ich irgendwie so, weiß ich nicht. Benachrichtigungen kommen, dass ich irgendwie was geschafft habe oder so. Oh, Estelle steht da. Oh man, die heutige Sitzung war der Knaller. Wuff. Repeat gibt es auch. Der Boss war sehr beeindruckt von den Fotos unseres letzten Sitzung. Er hat mich gebeten, euch zum Dank dieses Outfit für ihn zu geben. Okay. Ihr seht mich nie wieder. Hey, Sino. Oh, Entschuldigung. Hey, Sino, Repeat. Mal schauen, wie es ihm steht. Wuff. Es ist
zauberhaft. Was genau ist das? Sein Outfit im Stil vom immergrüns Wintercharakter. Ja, richtig, euer Wintercharakter. Jesa setzt er sich in seinen Rentierschlitten, um den Kindern Geschenke zu bringen. Was für ein wunderbarer Charakter. Ich werde ein paar Fotos von ihm beim Snowboarden in diesem Outfit wären eine tolle Anzeige. Was für eine fantastische Idee. Oder noch besser, wir könnten ihm ein Art Maskottchen-Outfit anziehen. Das wäre auch toll. Kannst du noch mal vorbeikommen, wenn du Zeit hast? Stimmt. Was meinst du, Repeat? Wuff. Perfekt. Sag mal, wollt ihr beim nächsten Mal ein Starter-Set ausprobieren? Ich denke, dann ist es auch für euren Hund leichter loszulegen. Ich würde es liebend gerne ausprobieren. Ich vielleicht auch. Beim nächsten Mal besorgen wir uns eure Samtpfote ein Maskottchen-Kostüm. Das wird super. War es nicht ziemlich gefährlich? Das dachte ich zuerst auch, aber er fährt wie ein Snowboard-Profi. Sprich mich einfach an, wenn ihr noch mal helfen wollt. Liefer und im Schnee. Hey, ausrüsten. Ja. Ja, sehr cool. Dreht man so. Repeat hat endlich Klamotten an. Okay, ich mal ganz kurz gucken. Okay. Im zweiten Kurs freigeschaltet, wunderbar. Alles klar, kann ich irgendwo speichern? Ja, ne. Dann will ich kurz den Clip hier beenden. Ich hier weiter schauen irgendwie. Was war's? Lass einfach weitermachen mit der Mission. Wie macht alles hinter uns? Ja, kann schon, wenn ich das jetzt schon nicht schaffe, dann schaffe ich das irgendein andermal auch nicht mehr. Also, muss kommen. Kriegen wir hin. Oh Gott. Rita? Okay. Warum war Rita da? Alles klar. Nicht lang. Kann ich da runterfallen? Natürlich kann ich da runterfallen. Oh, Dreck, ey. Hi, Rita. Weiß nicht, warum du auf einmal da stehst, aber okay. Okay, das ist ein bisschen gefährlich, ja. Okay, wenn ja. Unbedingt, was ihr so was wollt, dann ja. Weil, wenn die Kamera irgendwie wenigstens dahin drehen würde, wenn ich hier so umdrehe, aber irgendwie alles in diesem Minispiel finde ich irgendwie nicht gut, ey. Oh mein Gott, ey. Ah. Nein, boah. Ja, wie soll ich denn das machen? Kann ich euch mal annähern dran? Nein, geh weg. Na, boah, Junge. Danke. Die Player muss ich überhaupt. Ich bin doch schon mal voll durch den durch gefahren. Irgendwie hat das nichts gebracht. So. Ja. Wie? Oh, und dann werde ich wieder voll abgebremst. Boah, wie soll ich denn das machen, ey? Der Kurs ist ewig lang, ey. Muss ja immer wieder spielen, ey. Boah, das gibt's jetzt nicht. Kann meine Hitbox nicht ein ganz klein bisschen größer, boah, ganz klein bisschen größer sein oder so? Das ist doch vollkommen unmöglich. Oh Gott, ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich dachte, da geht's weiter. Ja, lass mich noch hier starten. Boah.
Sollen wir mal ein paar Uhren ein, wenn wir schon können. Warte, ich habe ein Boah. Oh, ich kann sogar absteigen. Ich wollte noch mal ausprobieren, was passiert, wenn ich dann noch mal drücke. Was? So war denn Nani gesagt? Repeat, was? Oh mein Gott. Ja, machen wir nochmal neu. Oh mein Gott. Junge, ich krieg hier nichts eingesammelt. Ich versuche mein aller... Was? Und ich habe schon wieder nicht gesehen. Oh. Junge, ich krieg hier nichts eingesammelt. Oh mein Gott, warum? Oh nee, ne? Oh, lass mich jetzt nicht. Du willst mich jetzt hier verarschen. Oh mein Gott, das ist es nicht wahr. Wie konnten die nur so eine schlechte Steuerung hier reinpacken? Wie? Das ist doch furchtbar. Ich krieg die Items hier nicht eingesagt. Hey. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Hey, Junge. Oh mein Gott. Das ist das schlimmste Minispiel, das ich je gespielt habe. In einem Tales-of-Spiel jedenfalls. Boah. Das gibt's jetzt nicht. Kollege. Das Problem ist, ich weiß nie. Kannst du mir mal irgendwie so eine Dings geben, so eine Rangliste oder so, damit ich auch weiß, wann ich irgendwie genug Punkte habe. Jetzt will ich nicht immer hier wieder hier rausgehen muss und so. Ey. Sag mir doch gefälligst mal, wann ich das hier erreicht habe. Es geht. とか数とかメモつけてたんだけど。わあ。地味っていうかネクラ。キモ。それはカロル大先生。地図大好きっ子だもんな。ワールドマップも一生懸命つけてたぐらいだし。いやあ、本当拾ったわ、見つけたわ、大量だわ。こんな綺麗なキノコは相当うまいんだろうな。あ、ビブ。その いや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 
Haben wir denn überhaupt überflüssige Objekte? Nicht, dass ich wüsste, wir brauchen eigentlich alles, was wir haben. Nein, ihr seht eindeutig wie Leute aus, die ein paar Objekte zu viel durch die Gegend schleppen. Na komm schon, gebt sie mir, her damit, bitte, her damit. So willst du denn unbedingt ständig irgendwelche Objekte? Meine Geschichte ist traurig und lang und meine Wünsche wurzeln tief in Tränen und Leid. Ihr müsst mir einfach glauben. Wo zum Teufel redest du da denn? Hör auf, so unklar um den heißen Brei herumzureden. Und die Objekte von heute sind alles Teile und Handuhren. Habt ihr diese beiden Objekte übrig? Falls ja, dann her damit. Wieso willst du denn dieses ganze Zeug? Hier, nimm es schon. Oho, vielen Dank. Das sind ganz schön happige Sachen. Runter um den Kreis rum, bla bla bla. Jetzt kommt wieder R. Fang. Oh, danke schön, danke schön. Tschüss. Nein, ich danke dir. Und jetzt möchte ich mich für diesen Gefallen revanchieren. Tada. Oh, kriegen wir diesmal Apfelgummi, Zitronengummi, Orangengummi. Super. Was denn? Das ist gar nicht so schlecht. Irgendwie schon. Ein ganz persönliches Gummisortiment. Ich nenne es immer das leckere Schmatzmann-Paket. Mein Gott. Wir sagen, wir sind mehr oder weniger quitt. Irgendwie nicht. Was passiert eigentlich mit den Objekten, die wir dir geben? Naja, das will ich auch wissen. Es würde sehr lange dauern, das zu erklären. Dazu habe ich keine Lust. Komm schon, erzähl es uns. Oh, seht mal, wie spät es schon ist. Kommt wieder vorbei, ja. Ich werde auf euch warten. Ding dong, ding dong. Boah. Was ist das für eine Zeitverschwendung, ey? Hoffentlich lohnt sich das irgendwie, wenn wir ihnen irgendwann mal mehr Sachen geben oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. So, hier sind gleich zwei Sachen, die ich gefunden habe. Und zwar einmal hier. Irgendwas kann ich ja machen, glaube ich. Die Folge Seele im Meer der Flammen. Du! Hallo, ich entschuldige, dass ich mich nie gemeldet habe. Warum hättest du dich melden sollen? Wir haben dir nur ein Paket geliefert. Ha, guter Punkt. Ich wollte uns erzählen, dass du vielleicht einen Auftrag für uns hast. Wirklich? Oh, ich wäre euch so dankbar. So gibt es Freunde, was? In letzter Zeit ist es hier und da häufiger mal die Rede von eurer Gilde. Vielleicht könnt ihr die Antwort finden, die ich suche. Also möchtest du die heldenmutige Vesperia engagieren? Ja, genau. Ich möchte, dass ihr Informationen über eine bestimmte Sache sammelt. Informationen sammeln klingt nach einem Auftrag ohne Ende. Na, ich habe schon selbst versucht und auch andere Gilden gefragt. Aber bisher gab es keine ausreichende Spur. Aber ich werde nicht aufgeben. Ich muss unbedingt finden, was ich suche. Koste es, was es wolle. Das klingt aber sehr ernst. Ja, für mich ist es auch sehr wichtig. Sehr wichtig, ja? Wonach suchst du denn? Das Erz des Metalls, das als Immerlicht bekannt ist. Aber das ist... Das Mädchen, das uns in Dagenriss um Hilfe bat, ihre Halskette war auch aus der Immerlicht. Sie erzählt von, dass ihr Vater es irgendeiner Mine ausgegraben hatte. Tatsächlich? Ja, wenn wir ein paar Fragen stellen, bringen wir vielleicht mehr in Erfahrung. Famos, für nützliche Informationen werdet ihr selbstverständlich gut bezahlt. Lass mich erklären. Du benötigst dieses immer nicht wirklich. Was hast du damit vor? Ein Traum erfüllen, für den ich sterben würde. Ein Traum, für den du dein Leben geben würdest? Entschuldigung, ich wollte euch nicht mit persönlichen Gefühlen langweilen. Werdet ihr den Auftrag annehmen? Ja. Dann lass mal schauen, wie wir helfen können. Oh, wirklich? Wir können unsere Hilfe wohl kaum verweigern, wenn es dir so wichtig ist. Im Namen des hellsten Sterns am Firmament, der Heldenmuten wegen Vesperia, nehmen wir diesen Auftrag an. Danke, ich zähle auf euch. Ich werde einige Zeit in dieser Stadt warten, falls ihr mir gute Nachrichten kommt. Okay. Ist aber noch was. Dann gucken wir mal. Und zwar hier vorne. Ich kann auch gar nicht irgendwie vorbeilaufen, ohne dass irgendwie eine Katze hinkommt. Sag mal. Hey Leute, seht. Kommt ganz bald wieder, ja? In Ordnung. Versprochen. Wir begegnen uns an den seltsamsten Orten. Mensch, lassen wir es ruhig angehen. Das ist nicht der Zeitpunkt. Stimmt was nicht, Gaut? Streut? Wiedersehen. Tschüss. So aus, was die beiden im Schilde führen. Entschuldigung, aber seid ihr Bekannte dieser beiden jungen Damen? Bekannte würde ich das nicht nennen.
Ach, ich bin so erleichtert. Ich mache mir Gedanken um die beiden Mädchen. Man scheint sie überall misszuverstehen, wisst ihr? Aber wenn die beiden so viele Freunde haben, sind meine Sorgen wohl überflüssig. Missverstehen, aber das sind Mitglieder der Klar. Au! Woher kennen Sie unsere Freunde, Fräulein? Ich bin die Erzieherin dieses Hauses, unter dessen Dach sie einst lebten. Haus? Dieses Waisenhaus dient dem Schutz von Kindern, die niemand haben. Die beiden haben ihre Familie vor 10 Jahren im Krieg verloren. Sie meinten sicher den großen Krieg. Hey, was sind das für Leute? Wenn das Gegner unserer großen Schwester sind, mache ich sie fertig. Ruhig jetzt, alle beide. Wie großzügig und nett von dir. Ist bestimmt kein leichter Job. Oh nein, alleine würde ich all das nie schaffen. Nur durch die Spenden ist alles möglich. Jäger ist sein Name. Er tut wirklich viel für uns. Jäger, aber weshalb sollte er so etwas nur tun? Ich kenne seine Gründe nicht, aber er hat nie nach einer Gegenleistung gefragt. Ich habe Hunger. Oh ja, es ist an der Zeit, nicht wahr? Tut mir leid, aber ich muss gehen. Ich frage mich, was das bedeutet. Ich glaube nicht, dass er großes Interesse an Wohltätigkeit hatte. Hier geht etwas vor sich. Ich meine, die beiden sind ganz offensichtlich Jägers persönliche Wachen. Meinst du, er hat sie als Waisen großgezogen, um sie zu einem Handlanger zu machen? Das traue ich ihm ohne weiteres zu. Was ist los, Mädchen? Als wir mit dem V sprachen, habe ich deutlich gespürt, dass ihr gute Absichten herrschen. Man kann diese Person, kann das wirklich der Jäger sein, den wir kennen? Ich habe genauso wenig Ahnung wie du. Wer hat das gedacht? Unsere Feinde haben ein Herz. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, da ich den Abschnitt jetzt nicht untersuchen konnte, gehe ich jetzt auch noch mal hier gucken. Ist ja nicht mehr viel. Pattys Haus ist da noch. Oder Leuchtturm. Mehr oder weniger. Gucken wir hier noch ganz schnell. Ob ich irgendwas finde. Aber ist anscheinend nichts. Was mit dir, soll ich noch mal aufräumen? Nein, alles klar. Was mit dir, soll ich dich da reinschubsen? Nein, alles klar. So, dann gehen wir noch in Pattys Haus. Mal gucken, ob hier noch was ist. Nein, okay. Dann gehen wir noch mal in Pattys Haus und dann, also nicht. Was ist das, glaube ich, in dieser Stadt auch? Was haben wir nicht nur draußen gekommen, direkt irgendwie was? Gehen wir mal hier hoch. Irgendwas verändert, kann ich die Maristella nicht irgendwo hier hinpacken oder so, damit die sicher ist. Wäre ein bisschen gefährlich, damit rumzulaufen, würde ich sagen. Was weiß ich. Okay, jetzt anscheinend nichts. Gut.